Hallo, ihr seht jetzt nur wieder meine Hände. In Großaufnahme, weil ich gezoomt habe. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ich habe vergessen, auf Aufnahme drücken anscheinend, weil die Kamera geht ja nicht mehr aus. Ich habe eine neue Speicherkarte, deswegen klappt das zumindest schon mal. Aber wir haben wieder eine neue Sammlung und zwar die Knickerbockerbande. Ich müsste mal Hände vorlegen. Die Knickerbockerbande ist eine österreichische Kinder-Jugend-Krimi-Reihe, die ich auch in Österreich kennengelernt habe. Sowohl als Serie im Fernsehen da geguckt, als auch als Hörspiele. Und meine Lieblingsfolge ist leider verschwunden. Ich habe sie vorhin gesucht, wie irre, und nicht gefunden. Ja, das müsstet ihr euch vielleicht denken, wenn ich denn sie nenne. Ich habe sie auch da, aber sie ist gerade. Ich versuche es dann irgendwie einzublenden oder sowas. Genau. Fangen wir einfach mit den österreichischen Folgen auch an. Den österreichischen. Sag schon. Hörspielfolgen. Wortfindungsstörung. Und zwar ist die erste Folge die Tonne mit dem Totenkopf. Genau. Folge 2 ist genau meine Lieblingsfolge. Und zwar, ich blende es wie gesagt ein. Die das Doing. Das Phantom der Schule. Das war auch meine allererste Folge, die ich jemals gekauft habe im Österreich-Urlaub. Und jedes Mal, wenn ich in Österreich war, habe ich eben neue Kassetten gekauft. Damals waren es halt noch Kassetten. Ja. Und ja, habe sie so nach und nach zusammengesammelt. Nicht alle, dazu kommen wir gleich. Die dritte Folge ist: Wo ist der Millionenstorch? Jetzt kommen wir eins, was ich hinterher erst gekauft habe als CD. Und zwar der Fluch des Schwarzen Ritters. Mir fehlen dann einige und die habe ich mir eben als CD-Spieler nachgekauft. So gar nicht so lange her. Folge 5 ist Treffpunkt Schauermühle. Dann haben wir Folge 6, wenn die Turmuhr 13 schlägt. Folge 7, Spiegelung, Scharfstellen, wunderbar. Heiße Spuren. Das erklärt natürlich wirklich, warum es vorhin nicht aufgestellt hat. Weil es nicht an war. Folge 8, jetzt muss ich gerade überlegen, wo wir waren. Das Zombie-Schwert des Sultans. Folge 9 ist Jagd nach dem. Was? Ach so. Jagd nach dem Hafenhai. Folge 10, die Rache der roten Mumie. Ja. Dann haben wir Folge 11. Kolumbus und die Killerkarpfen. Ja, die haben einfach schon lustige Namen. Dann ist hier noch die Nacht in der Weißwurstvampire. Und dann haben wir noch eine Sonderfolge, die keine Nummer hat, weil es ein Musical ist. Und zwar Treffpunkt Geisterbahn. Ein Kinder-Krimi-Musical-Hörspiel steht hier unten noch drunter. So. Bleiben wir jetzt aber Hörspielen, denn es gibt auch deutsche Hörspiele davon tatsächlich, also die in Deutschland erschienen sind, die aber eben andere Sprecher logischerweise haben, nicht für diesen österreichischen Dialekt, den ich so toll finde und auch ein bisschen anders sind, finde ich. Ich finde die österreichischen tatsächlich besser. Vielleicht, weil ich es auch zuerst kennengelernt habe, keine Ahnung, kann daran liegen. Da habe ich auch noch wenigstens zwei Hörspiele, ich weiß gar nicht, wie viel es da gibt. Aber finde ich noch ziemlich gut. Also das ist meine Lieblingsfolge von den deutschen Folgen. Ich habe, wie gesagt, noch nur zwei. Die Schatz der letzten Drachen, da geht es um Komodowarane und seit dieser Folge mag ich Komodowarane sehr gerne. Ich finde sie sehr faszinierend, dass sie über, weiß ich nicht, wie viele Kilometer Blut riechen können. Ich glaube 3 Kilometer oder noch mehr können die Blut riechen, wenn es nur ein Kratzer ist. Und hallo, wie gruselig ist das denn bitte? Und dann habe ich noch Folge 2, Titanic, bitte melden. Ups, man sieht gar nichts so. Kann ich doch noch ein bisschen rauszoomen. Ich meine, jetzt kommen eh gleich die Bücher und alles. Ich habe ja nur reingezoomt vorhin, weil ich es nicht scharf stellen wollte, aber jetzt erklärt es natürlich, warum. Die anderen. Gut, dann kommen wir zu den Büchern. Da habe ich tatsächlich nur zwei. Zwar einmal Band 39. Seht ihr, jetzt ist es viel zu nah dran. Ah, so. Band 39. Das Biest im Moor. Und ein ganz besonderes Schätzchen. Ist doch falsch rum. So, jetzt seht ihr gleich meine wunderbare Weihnachtshose. Naja, egal. alte Geister ruhen unsanft. Die Knickerbockerbande forever. Da sind die vier schon erwachsen und deswegen finde ich es so großartig und ich muss unbedingt endlich den zweiten Band davon lesen weil, oder haben, oder wie auch immer, wo die erwachsen sind. Aber ich möchte auch gerne alle anderen lesen.
Weil, wie gesagt, das hier gibt es zum Beispiel gar nicht als Hörspiel. Und ich weiß auch gar nicht, ob es davon noch mehr Hörspiele gibt, als die ich jetzt genannt habe, von den österreichischen. Auch das sind halt die österreichischen Bücher. Also, das ist, glaube ich, generell. Aber ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber das hier, also die österreichische Aufmachung. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es ein österreichischer Verlag ist. Mit Noten von der Knickerblockerbande. Wir sind vier. Wir sind auf Zack. Jawohl. Auf jeden Fall Österreicher stand. Ja, das ist auf jeden Fall österreichisch. Und was ist mit dem? Das ist gut, Schmul. Salzburg. Beides österreichisch. Gut. Alles klar. Ich bin dazu. Und dann habe ich vor einiger Zeit, wie ich das gekauft habe, das geschenkt bekommen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Gar nicht so lange her, aber ich weiß es schon nicht mehr. Die komplette österreichische Fernsehserie der Knickerbocker-Bande. Ja. Ich liebe sie. Habe ich ja vor einer ganzen Weile mal, letztes Jahr. Müsste doch letztes Jahr gewesen sein, während meiner. Dieses Jahr. Dieses Jahr? Wir sind dieses Jahr in den 90er gereist. Da habe ich ja alles komplett durchgesuchtet. Genau. Ja, auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und damit fing ja, wie gesagt, alles an. Damit und mit den Hörspielkassetten fing meine Liebe zur Knickerbockerbande an. Und ich mag sie sehr, sehr gern. Kennt ihr die Knickerbockerbande? Und wenn ja, wie findet ihr sie? Und wenn nicht, warum kennt ihr sie nicht? Ihr müsst sie kennenlernen. Wenn ihr TKG, drei Fragezeichen und sowas mögt, ist das hier auf jeden Fall auch supidupi. Gut, das war's von mir. Ich wünsche dir einen schönen Tag und wir sehen uns mit Sammlungen erst im neuen Jahr wieder. Bis dann. Bye bye.